Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute wasche ich mein Kopfkissen und ich habe neue tolle Produkte. Und zwar habe ich gekauft die hier. Tada! Also, ich war beim Action. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist ein Laden namens Action. Und da gibt es eigentlich ganz viele billige Sachen. Genau, und schaut mal an. Wäscheparfum Mystique. Das habe ich nirgendwo gefunden. Nirgendwo. Das gibt es nicht beim Kaufland, das gibt es nicht beim Rewe, beim. Egal wo. Das habe ich heute beim Action das erste Mal gefunden. Und das riecht wie Parfum, wie Frauenparfum. Also das riecht bombastisch. Und ich habe auch gehört, sowas kann man eigentlich auch nur im Internet bestellen. Und heute war ich beim Action und siehe da, ich habe es gefunden. Ja, und was ich noch bei Action gefunden habe, wenn ihr den Unterschied sehen könnt, natürlich seht ihr den Unterschied. Tada! Das ist eine viel größere Flasche. Und zwar habe ich hier die gleiche, aber in klein. Und die gibt es beim Action in groß. Genau, die habe ich mir mitgenommen, weil die fast leer ist schon. Ja, was ich heute benutze, ist für mein Kopfkissen. Da es mein Kissen ist, benutze ich Waschpulver, Sanomat, Hygiene, Wäscheparfüm. Benutze ich das hier. Natürlich. Was sonst? Das probiere ich heute mal aus, das erste Mal. Und ich nehme Weichspüle, dann der hier von Lenore. Amethyst Blütentraum. Genau. Und was jetzt als erstes kommt, das in die Trommel. Das mache ich nämlich jetzt. So, also. Wie gesagt, jetzt kommt das hier als erstes rein. Und was ich euch zeigen möchte, ich habe eine neue Lampe für die Waschmaschine. So, das wird jetzt aufgemacht. Warte, ich muss das euch mal zeigen. Guckt mal. Boah, die riechen so toll. So. Kann ich es euch jetzt so zeigen? Genau. So. Ich mache das Licht noch kurz aus. So. Das kommt also in die Trommel. Oh, der Duft, also erstmal unglaublich. Muss das kurz abmachen. So. Gut. Als nächstes kommt der Kissen rein. Also mein Kissen. Den stecke ich jetzt hier rein. Oh. Jetzt mache ich hier bisschen Platz, denn das Sanomat kommt in die Trommel rein. Hole ich mir etwas. So. Und das kommt dann einfach, kippe ich einfach hier rein. Zurück. So. Und was ich noch reinmache ist, Moment, ich zeige es euch. Ein bisschen vom Antikalkgel. Das gebe ich auch in die Trommelblech rein. Durch in eine Kappe rein.
So viel. So. Gut. Gehen wir zurück und schließen die Türe. Die tue ich jetzt auch gleich rein. Davon nehme ich eine halbe Kappe. Warte. So, damit ihr es sehen könnt. Halbe. Genau. Das gebe ich jetzt hier rein. So, dann schauen wir jetzt zu, wie es wäscht. Zuerst wird E-Programm eingestellt, und zwar wasche ich auf 60 Grad. Zwei Stunden 30 Minuten für ein Kissen ist das, weiß ich nicht. Tut mir leid, Leute, die Kamera ist ausgegangen. Ich wollte sagen, ich wasche das auf 1 Stunde 6 Minuten, da es nur mein Kissen ist und nur ich schlafe da drauf, passt das schon. Dann drücke ich mal auf Start. Und warum benutze ich Sanomat? Weil das ja für Weißwäsche geeignet ist und es ja hygienisch ist, und da es ein Kopfkissen ist, möchte ich es hygienisch gewaschen haben, und deswegen benutze ich Sanomat. Also wenn ihr bei euch in der Nähe auch ein Action habt, dann würde ich euch empfehlen, dahin zu fahren und den hier mal zu probieren. Und zwar, ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, aber ich glaube, er kostet 4,19 Euro. Und Moment. Die große Packung, also die große Version, die kostet 4,90 Euro. Also ein paar Cent mehr und dann habt ihr so ein großes. Aber da gab es nur von Fresh, also die große Version. Ansonsten gab es nur, also zur Auswahl gab es eh nur diese zwei. Ja. Da gab es aber auch noch von Vanel, aber ich weiß jetzt nicht mehr welche. Genau, von Lenore gab es nur die zwei. Vielleicht gibt es bei eurem Action andere, aber ich denke, die sind alle gleich, die Läden. Deswegen müsst ihr einfach schauen. Also ich bin echt gespannt, wie es riechen wird mit diesem Wäscheparfum. Heute habe ich kein Wasser Plus benutzt, also das Spülen zuerst, da es ja nur
ein Kopfkissen ist, denke ich, reicht das Wasser, was da drin ist. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch und ihr könnt noch ein wenig zuschauen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Also bis dann. Tschüss.